So, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Bin momentan in Rumänien. Ich habe ja gestern die Tour nach Arad begonnen. Habe heute vormittags, am frühen Vormittag, diese zwei Bagger abgeliefert in Arad. Habe mich gleich mal kräftig verfahren. Hat mir ein bisschen Zeit gekostet. Ist aber weiter nicht schlimm. Das Schlimmere ist, dass ich die Rückfracht angenommen habe, bin da dazu nach Oradea gefahren, gar nicht weit weg, 1,5 Stunden von Arad weg. Ja, und bin jetzt 2 Stunden, sage und schreibe, beim falschen Ladehof gestanden, weil sie E-Egress verhaut hat. Die haben einen Fehler gemacht. Die Rückfracht steht nicht bei E-Egress, sondern bei Transinet. Und da habe ich gerade meine Frau angerufen vor ein paar Minuten und habe gesagt, du weißt, du stehst beim Falschen. So, vielen Dank. Wir kontrollieren noch schnell, bevor wir wegfahren. Viel Fahrzeit habe ich ja heute nicht mehr. Es sind jetzt vielleicht nur 5 Stunden, dann ist finito. So, schaut alles sauber aus. Es passt auch. Reifendruck schaut gut aus. Da sitzt alles. Ja. Ja. Alles in Ordnung. Licht ist alles sauber, passt. Gut. Dann springen wir rein. Es ist inzwischen 12.20 Uhr. Ja. 5 Stunden Fahrzeit sind weg. Wenn ich heute 10er circa fahre ich jetzt noch 5 Stunden. Das heißt, bis 17.30 Uhr muss ich auf alle Fälle stehen. Okay. Ja, retour in die Heimat. Bye bye, see you. So. Dieses Oradea ist eine ganz schöne Stadt eigentlich, was ich da so sehe. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Na. Ah, schon wieder rot. Ja, zuerst haben wir noch einen Kaffee gekauft, der ist gar nicht so schlecht, oder? So wie ich das mag. So. Das ist aber eine große Dorf da. Muss direkt ein bisschen auf die Seiten fahren, dass da nicht
hängen bleibst. Ups, voll verschalten. Ein Wahnsinn. Wieder so ein wunderbarer Tag. Unvorstellbar. Ein Sonnenblumenfeld. Was ist da los? Ja, mein Mitarbeiter, der Daniel, ist immer noch krank. Den habe ich gestern am Abend vom Parkplatz aus noch angerufen. Der liegt mit Fieber. Der dürfte die Grippe, die echte Grippe erwischt haben. Das ist natürlich eine ganz blöde Geschichte. Es ist nie gut. Das ist gar nicht gut. Aber ja, was ist mit dir los? Okay. Hat der jetzt blinkt? Ich glaube nicht. Boah, der Kaffee. Je kühler das wird, desto besser wieder.
Das sind schon wieder diese Windräder. Die gestern diesen Höllenlärm gemacht haben. Mein Tempomat funktioniert auch inzwischen wieder. Weiß nicht, was der gehabt hat. Er hat gestern irgendwie gesponnen. So, vor halt. Meine Güte. Rechts überholen und nicht weiter tun, das mag ich. Cosice. Ja, inzwischen, wie ihr wisst, sind wir auf der Promots 227 unterwegs, auf der ITS Version 1.31. Oh, schon wieder Event, was war das? TEDIT funktioniert anscheinend auch wieder. TEDIT ist das Programm für den eigenen Auflieger. Da gibt es ein wirklich spitzenmäßiges Video, eine Beschreibung über TEDIT, wie man das verwendet, wie man das installiert, auf was man aufpassen muss. Das schaut sich bitte beim Tom Diesel auf seinem Kanal an. Der erklärt das wirklich sensationell. Für meinen Geschmack die beste Beschreibung ever. Und wenn Sie an sowas interessiert seid, dass ihr mit eurem eigenen Auflieger fahrt und nur euren Auflieger, den eigenen, oder es könnte auch mehrere eigene Auflieger haben, in dem Fall, dann installiert es das und probiert es aus. Am Anfang habe ich mir selber auch gedacht, pff, ist fast ein bisschen kompliziert, du musst einsteigen, musst wieder aussteigen, du musst das speichern, etc. etc. Wenn man es einmal ein bisschen versteht, den Hintergrund, wie das ganze Tool arbeitet, dann ist es eine ganz einfache Angelegenheit und wirklich, wirklich empfehlenswert. Also, YouTube-Channel von Tom Diesel, ihr schaut euch das Video an von TEDIT und natürlich alle anderen auch, wenn ihr die Zeit dazu habt. Und ja, probiert es einfach aus. Ich kann es nur weiterempfehlen. Allerdings kann ich mit meinem eigenen Auflieger aktuell nicht fahren. Der steht nämlich, wie ihr wisst, in der Werkstätte. Und die bösen Buben von der Werkstätte haben gestern auch nicht mehr angerufen. Das heißt, ich muss immer noch warten auf Antwort, was mit dem ist, warum der aus der Spur läuft, was da falsch rennt. Und schon langsam wird es Zeit.
Ah, jetzt ist Richtung Wien. Wir sind da jetzt kurz vor Budapest. So, wie spät ist es jetzt? 16:13 Uhr. Ja, wie gesagt, dieses kleine Malheur am Vormittag, da wo ich durch Arad durchgepfiffen bin, im wahrsten Sinne des Wortes, bei der Abladestelle vorbei. Transinet riesengroß. Wer hat es übersehen? Ich habe es übersehen. Bin einfach weitergefahren und habe mich konzentriert eigentlich schon auf Oradea, auf die nächste, auf die Rückfracht. Bis ich drauf gekommen bin, ja, eigentlich habe ich noch hinten was drauf. Weg damit. Schlimm, sage ich, schlimm. Na, es passiert. Passiert wirklich. Oder bist du mit dem Lastwagen immer gezwungen, dass du irgendwo passende Gelegenheit dann suchst, dass du wieder retour kannst? Da habe ich schon ein Stück fahren müssen. Die ganzen schmalen Straßen da in Rumänien, eine schlechter wie die andere. Überall hast du einen Asphaltkrebs. Unvorstellbar. Eigentlich wieder ein bisschen schneller fahren. War das auch wieder fort, oder? Ich glaube.
Es ist schon 17 Uhr und da kommt jetzt der Parkplatz. Jetzt muss ich kurz schauen auf der Karten, ob das nicht sinnvoll wäre. Entweder ich bleib gleich da stehen oder na, da muss ich weg, da muss ich von der Autobahn runter, das mache ich nicht. Ich bleib da stehen bei der nächsten. Das mache ich. Das passt für mich vorher besser. Genau. Parkplatz. Danken müssen wir auch noch nicht. Uhr ist zwar noch keine Zeit, aber es hilft nichts. Fahrzeit ist halt begrenzt. So. Sehr gut. Ja, war doch ein höchst erfolgreicher Tag, würde ich mir behaupten. Und euch besten Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Dann bis zum nächsten Video. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.